Hallo zusammen und willkommen. Mein Name ist Daniel und freue mich, dass so viele Leute heute gekommen sind. Ich bin von der Organisation, die nennt sich Make Sense. Unser Logo ist hier schon so hinten drauf projiziert und bin einer der Veranstalter heute und werde so ein bisschen durch den Tag moderieren. Wir veranstalten das zusammen mit Nils von der Open Media Foundation. Und er hatte sich eben gedacht, dass gerade von der EU sehr viele Fördergelder und Fördertöpfe bestehen, aber sehr viele Leute auch immer wieder Probleme haben, an diese Fördertöpfe ranzukommen und wie man so einen EU-Antrag schreibt, wie man dann auch das Projektmanagement bei so einem EU-Projekt macht. Und da haben wir dann zusammen gesagt, ja, lass uns doch eine Veranstaltung machen, um auf der einen Seite Flüchtlingsprojekte, die wir toll finden, zu informieren und so einen Grundstock an Wissen mitzugeben und auf der anderen Seite sie zu vernetzen mit anderen EU-Fundraisern, die vielleicht auch Interesse haben, den Projekten zu helfen. Und so sind wir jetzt heute hier. Wir haben die BMW-Stiftung als Förderer mit an Bord bekommen und haben jetzt deswegen auch diese tollen Räumlichkeiten nutzen dürfen. Wir starten eigentlich in den Tag mit jede Menge Einleitung und Vorstellung und ich würde noch mal ganz kurz Make Sense auch vorstellen und dann würden wir als ersten Teil auch wirklich dann zu euch, ich sag einfach mal du, weil wir bei Make Sense sehr informell sind, zu euch dann übergehen und dann euch auch eure Projekte vorstellen lassen, damit wir wirklich dann Nils auch so eine bessere Ahnung davon geben können, wer denn hier im Raum ist, um dann auch möglichst die Informationen so ein bisschen anzupassen, damit das dann auch interessant für euch ist. Make Sense. Unser Motto, find a challenge, solve it and celebrate. Nächstes Slide. Wir glauben wirklich an die Kraft von Sozialunternehmern. Wir glauben an eine neue Generation von Sozialunternehmern. Und wir sind eine globale Bewegung von Menschen, die auf der einen Seite diese Menschen unterstützen wollen, die Sozialunternehmer, um eben das ganze Thema Sozialunternehmertum weiter in die Gesellschaft zu bringen und da auch Unterstützung zu leisten, da wir denken, dass Sozialunternehmertum ein wichtiger Bestandteil für eine zukunftsfähige Gesellschaft ist. Weiter. Wie machen wir das? Und zwar machen wir das so, dass wir auf der einen Seite Sozialunternehmer erst einmal identifizieren und dann arbeiten wir mit Individuen zusammen, also mit Menschen da draußen zusammen, um ihnen zu helfen. Wir haben da verschiedene Formate, will da gar nicht so ins Detail gehen. Ein Format ist aber, dass wir einen zweistündigen Innovationsworkshop haben, um einem Sozialunternehmer zu helfen. Und die Sache ist, dass nicht wir diesen Workshop immer veranstalten, sondern dass wir eigentlich das als Methode, als Open-Source-Methode auch nach draußen geben und Menschen dazu anleiten und ihnen sie dabei unterstützen, diese Workshops dann für die Sozialunternehmer zu machen, die sie inspirierend finden. Und dann zusammen lösen wir dann diese Challenges und dann wird am Ende auch gefeiert, weil wir glauben, wir müssen auch unsere Erfolge auch wirklich feiern. Nächstes Slide. Wir sind weltweit. Wir haben diesen Workshop schon über 1500 Mal gemacht. Wir haben 1300 Mitglieder. Ich glaube, das ist schon ein bisschen älter, die Zahlen. Und der hat schon in über 100 Städten stattgefunden. Und wir sind wirklich eigentlich überall und verstehen uns aber auch eher als Bewegung als als Organisation. Also wir sind auch zum Beispiel in Deutschland, haben wir gar keine rechtliche Struktur. Das heute alles ist quasi auch eher über die französische Struktur abgedeckt. Weil uns eigentlich wichtig ist, dass die Menschen diese Tools nehmen und Sozialunternehmern helfen und nicht, dass unser Name da überall draufsteht. Deswegen ist das auch alles Open Source und frei verfügbar für jeden. Man muss nicht vorher nachfragen, bevor man einen Workshop macht. Man kann natürlich um Hilfe bitten, aber es gibt da kein zentrales Komitee, was darüber entscheidet, wer oder nicht gefördert wird, wer oder nicht einen Workshop machen kann. Es geht wirklich darum, das zu verbreiten. Nächstes Slide. Genau, wir sind seit inzwischen 5 Jahren, weil das von 2015 noch ist, tätig. Haben schon 20.000 Leute mit unseren Workshops erreicht. Wie gesagt, in über 100 Städten. Auch schon ein paar mehr Workshops als 2015 passiert. Und wenn du noch eine Slide weiter gehst, dann steht nur noch unsere E-Mail-Adresse da. Anna Lichtwehr von der Berliner Stadtmission. Ich leite das Integrationsunternehmen der Stadtmission Come & See. Wir haben auch noch ein Upcycling-Label, das heißt
Water to Wine, also für Sustainable Fashion. Und ich biete noch keine direkte Lösung, sondern habe ein paar Lösungsansätze und frage mich, wie ich die umsetzen kann. Also wir haben 9 Secondhand-Läden, eine große Sortierung, denken nach über zentrale Sortierung und über bessere Abläufe. Oh ja, ich bin Migan und ich bin von teatsurfing.org. Also hauptsächlich, das ist eine Plattform, das verbindet Reisende mit Wissenaustauschmöglichkeiten in ihre Hauptreiseziel mit Schulen und NGOs. Und in Deutschland jetzt Reisende für uns sind Flüchtlinge und wir helfen Flüchtlinge, dass Bildungsaustauschmöglichkeiten haben mit lokalen Menschen. Hallo, ich bin Minerva. Ich bin eine unabhängige Journalistin aus Spanien. Ich mache ein Projekt über Flüchtlinge, aber es ist ein akademisches Projekt. Und auf jeden Fall, was mich interessiert in dieser Veranstaltung, ist Networking, Leute kennenlernen, die vielleicht seine Projekte auch in meinem spanischen Doku über Flüchtlinge darüber reden konnte. Ich bin aus keiner Organisation, ich komme, um Frieden zu verbreiten. Und zwar, ich bitte selber Entspannungsmeditation mit Klangreise an. Hallo, ich bin Hermann, ich bin von Openport Village. Das ist ein Dialogangebot an die Gesellschaft und auch an den Berliner Senat im menschlichen Umgang mit den Menschen, die hierher kommen. Und wir bereiten das Tempelhofer Feld praktisch in dem Dialogverfahren, was jetzt sowieso läuft, auch genau als Ort der Begegnung und Integration mit den hier Ankommenden vor. Hallo, ich bin Damian. Ich bin seitens der Freien Medialen Stiftung hier als helfende Hände. Hallo, ich heiße Friederike Vorhof. Ich bin freiberufliche Beraterin für Drittmittel und Fördermittel und habe mich halt spezialisiert auf Migration und Integration und Flüchtlingshilfe und würde mich eben freuen, wenn ich auch Partner finden würde, die mit mir Projekte durchführen würden, beziehungsweise eigentlich eher, ich habe gerade 2 Auftraggeber oder Nehmer habe ich ja und ich möchte gerne Partner finden, die mit mir diese Projekte unterstützen. Genau. Hallo, ich bin Katrin. Ich bin Fundraiserin bei SOS Mediterranee. Die Organisation versteht sich als zivile europäische Gesellschaft oder Organisation, die sich für Flüchtlinge, die Flüchtlinge rettet, die in Seenot sind im Mittelmeer. Und das Problem ist ganz klar, es sterben viel zu viele Flüchtlinge im Mittelmeer. Unsere Lösung ist eben ein Rettungsschiff fürs Mittelmeer. Nächste Woche Donnerstag startet der erste Rettungseinsatz für 3 Monate. Wir brauchen aber weitere Gelder, auch auf Europaebene, um das Projekt weiterhin fortführen zu können. Wladimir Gört, 1 Million Friends, eine aus der Freiwilligen Flüchtlingshilfe gegründete Patenschaftsorganisation. Ich heiße Ludwig, vertrete die Multitude Berlin. Wir leisten schon seit einiger Zeit Sprachunterricht und Integrationsangebote in verschiedenen Berliner Unterkünften. Hier heute interessiert mich besonders Vernetzung im Hinblick auf einen europäischen Freiwilligendienst. Das heißt einfach die Möglichkeit, Praktikanten zu haben. Genau. Hallo, ich heiße Susanne Harkins. Ich arbeite bei Chiron Open Higher Education und wir bieten Blended Learning Programme für Flüchtlinge. Das heißt, beide Online MOOCs und Kursen bei traditionellen Universitäten. Ich nehme das mal. Hallo, ich bin Raphael Dütemeyer. Ich bin Einrichtungsleiter einer Notunterkunft in Neukölln. Die Organisation dahinter sind die Malteser. Unsere Unterkunft bietet 600 Flüchtlingen Platz. Ich bin hier aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen kommen viele auf uns zu, die gute Projekte haben.
Der Austausch ist für uns sehr wichtig. Das heißt, wir bieten die Möglichkeit und den Platz für Projekte, wenn es da Bedarf gibt, gerne auf mich zukommen. Ansonsten interessiert mich, was es noch gibt und natürlich, wie man Menschen empfehlen kann, an Gelder zu kommen. Das möchte ich weitergeben, dieses Wissen gerne. Hallo, ich bin Andi von der Firma Euroconsults aus Berlin. Wir bieten eine Weiterbildung an im Bereich EU-Fundraising, entwickeln aber auch selbst Projekte und beraten Profit- und Non-Profit-Sektor. Gegenwärtig entwickeln wir ein Projekt, das wird heißen Migration Voice, wo wir mit transeuropäischen Partnern Medienkompetenz und journalistisches Handwerkszeug für Migranten und Geflüchtete ausbauen wollen. Wir suchen da noch europäische Partner. Termin ist 31.03. Wer sich berufen fühlt, im Themenfeld Integrationsarbeit, Erwachsenenbildung und Medienpraxis, gern ansprechen. Hallo, ich bin Jurek Henschel. Ich bin ausgebildeter EU-Fundraiser und Projektmanager. Und gerade arbeite ich mit anderen an einem Mentoring-Projekt für Geflüchtete hier in Berlin, wo wir schon einige Träger für gewinnen konnten. Und wir sind für weitere Projektpartner eigentlich noch sehr offen. Hallo, mein Name ist Miriam. Ich komme von Endeavor. Wir entwickeln gerade ein Projekt, welches Unternehmensgründungen von Geflüchteten stärken sollen und die dazugehörigen Strukturen auch stärkt. Wir befinden uns noch in der Konzeptionsphase, aber dafür ist natürlich sehr interessant, Informationen über potenzielle Finanzierung zu bekommen. Ja, ich bin Maria Mutterer. Ich komme unter anderem von Neue Nachbarschaft in Moabit, wo auch Moabit hilft, habe das Ganze von Anfang an mit begleitet. Aber aus dieser ganzen Arbeit hat sich jetzt für mich eine Vereinsgründung ergeben, die in erster Linie auf die Kunst setzt und das als Mittel zur Hard- und Softskill-Entwicklung bei Jugendlichen und Kindern einsetzt. Jedoch ist unser Ziel, nicht nur Flüchtlinge in diesen Workshops zu fördern, sondern sie vor allen Dingen mit den Kindern der Unterschicht zusammenzubringen, weil das auch die kommenden jetzt schon Probleme Konfliktherde sind, die es gibt. Die werden gegeneinander konkurrieren. Und zusammen mit ganz vielen Künstlern aus verschiedenen Bereichen, vor allen Dingen Graffiti, entwickeln wir in erster Linie Konzeptionen, setzen die mit anderen Trägern um. Aktuell mache ich das in Spandau, zum Beispiel in einem Flüchtlingsheim nur für Jungs, die einen Graffiti-Workshop bekommen, wo sie dabei aber in erster Linie auch sozial gefördert werden. Und das ist sehr vielseitig, das reicht erst mal. Soll ich schon nehmen? Hallo, ich bin Madita und ich bin zusammen mit Sarah für die Daheim-GOG da. Ja, wir sind gerade dabei, eine Videotelefonie-Plattform zu entwickeln für mobiles Lernen und kulturellen Austausch und wollen Geflüchtete mit deutschen Muttersprachlern in Dialog bringen und so kulturelle Vereinigung und Integration schaffen. Und uns interessiert eben besonders weitere oder erste Fundraising-Optionen und Netzwerkpartner zu finden. Hallo, mein Name ist Männchen Ilona. Ich bin in verschiedenen Organisationen tätig, Bereich Kunst. Und ich arbeite in der Gruppe der Kinderkunstmagistrale, die im Zentrum der Stadt ist. Und es gibt sehr, sehr viele Flüchtlinge. Und wir haben also auch das Problem, dass da ziemliche Spannungen sind zwischen den Erwachsenen, die Lehrer sind und den Kindern selbst. Es gibt ganz große Sprachbarrieren und ich bin eigentlich so mehr oder weniger aus Interesse hier, um noch mehr Leute zu finden, die in einem ähnlichen Sektor arbeiten, um kooperativ zusammenzuarbeiten, wenn wir möchten. Gut. Hallo, ich bin Norman, ich bin von Beable e.V. Wir haben eine App gestartet oder besser gesagt ein Konzept entwickelt für eine App, die Geflüchtete durch den Asylprozess begleitet, also wirklich diese fundierte Beratungsleistung abnehmen soll, auch den ganzen überforderten Beratungseinrichtungen. Wir haben das Konzept und würden es gerne umsetzen und dafür suchen wir halt auch Unterstützer. Wir sind sehr stark vernetzt auch im Flüchtlingsbereich, Flüchtlingshilfe, aber suchen natürlich weitere Leute und auch natürlich Funding. Hallo, ich bin Peggy Sülop. Ich bin auch Teil vom Team Guide for New Berliner. Ich sehe mich eigentlich eher als übergeordnete, sagen wir mal, Connectorin. Als solche bin ich assoziiert mit dem Migration Hub, was wieder assoziiert ist mit der Cullen University und engagiere mich dafür, die verschiedenen Communities, die sich jetzt mit verschiedenen Schwerpunkten gebildet haben, wieder zueinander zu finden. Habe meinen persönlichen Engagement habe ich im Rahmen von Freifunk. Freifunk engagiert sich für freie
Netzwerke, freies Internet für alle, insbesondere momentan für Flüchtlinge in Berlin. Mein Name ist Leopold Reif. Ich komme von einer Softwarefirma, SNTL Publishing. Wir realisieren eine Quizplattform, eine Bildungsquizplattform, die ein Multiplayer-System ist, multilingual und mobil, mit einer psychometrischen Messsoftware im Hintergrund. Und die setzen wir bereits in Schulen, in Universitäten und auch in der Berufsausbildung ein. Und das wollen wir jetzt gemeinsam mit dem Syrischen Haus auch im Bereich der Flüchtlinge machen. Mein Name ist Renate Eras. Hallo an alle. Ich bin seit über 20 Jahren sozusagen europäischer Fördermittelfuzzi. Kenne mich aus von A bis Z in diesem Dschungel der unmöglichen Möglichkeiten. Und das Thema Flüchtlinge interessiert mich persönlich, weil ich denke, ich kann nur Bildung und das ist das, wo ich auch gerne Unterstützung anbieten möchte. Auf der einen Seite arbeite ich zurzeit auch als Deutschlehrerin, obwohl ich keine Pädagogin bin. Aber wer Lust hat, sich mit mir in Verbindung zu setzen, bitteschön. Hallo, Florian Kosak von der Berliner Gazette. Wir sind eine Online-Zeitung, sind aber auch ein gemeinnütziger Verein. Wir veranstalten einmal im Jahr eine internationale Konferenz. Das letzte Mal hat sie in der Volksbühne stattgefunden. Und dafür werben wir auch immer Drittmittel ein, also Fördermittel. Deswegen ist das Thema natürlich spannend für uns. In meinem anderen Leben bin ich aber selber auch Startup-Unternehmer und berate Startups bei, wie sie ihr Geschäftsmodell voran, ob es überhaupt ein Geschäftsmodell gibt, ob es eins geben muss und so weiter. Also da bin ich auch immer gerne helfend zur Stelle. Ja, hallo, Christian Lüder, Netzwerk Berlin hilft. Wir machen eine Internetplattform mit Informationen. Ich kenne jetzt viele Ecken, wo es kein Geld gibt. Vielleicht ist hier eine, wo es einen Weg gibt, doch mal ein paar Mittel zu akquirieren. Ja. Ja, hallo, mein Name ist Florian Munder. Ich bin hier in einer Doppelfunktion. Einerseits für die Initiative Refugee Street Food. Wir möchten ein Streetfood-Angebot von und mit Geflüchteten etablieren und betreiben. Und andererseits bin ich auch frisch zertifizierter EU-Förderfuzzi und möchte mich auch in diesem Bereich gerne vernetzen. Hi, I'm Richard Schutt. I have several projects, two projects that are interesting for here. One is the Weekend School of Freedom. It's an empowerment program for young refugees in Berlin Tegel. And another project, it's my pet project, that is a film festival for refugee-related films. Hi, sorry. I'm Joana and Angela. We are a Portuguese startup named Crosshands Architecture. We want to open an organization to promote human rights through architecture and design, involving the community in the solutions. We have two main projects for refugees. One is a shelter that was presented in the United Nations headquarters, and another one is a survival kit, a backpack that we want to implement. That's it. Our main strategy is to involve the community and other organizations in our solutions. We want to provide better solutions through co-creation inputs. So that's it. Hallo, ich bin Yolanda von Home for Refugees, einer Online-Plattform, einer Wohnbörse, die demnächst online geht. Im Prinzip WWG gesucht oder Immobilien-Scout, wo Vermieter ihre Wohnung einstellen können und Flüchtlinge einfacher Wohnungen finden können. Wir haben das Ziel, dass Flüchtlinge ein Tool an die Hand bekommen, um sich leichter hier, sag ich mal, ein neues Zuhause aufzubauen. Und auf der anderen Seite, dass vor allem Flüchtlingsinitiativen, die in dem Bereich tätig sind, Wohnraumvermittlung an Flüchtlinge, sozusagen auch ein Werkzeug haben, um besser miteinander zusammenzuarbeiten. Hallo, mein Name ist Jana Ruppel. Ich bin bisher ehrenamtlich tätig in Lichtenberg in der Willkommensinitiative und auch in einem Projekt des Vereins Lichte Weiten e.V. Bin hauptberuflich im Bereich Information, Beratungs- und Netzwerkarbeit zum Thema Alphabetisierung und Grundbildung und würde gerne diese Aufgaben in Zukunft im Bereich mit Geflüchteten umsetzen und bin da offen für Projektideen und ja, Kontakte. Hallo, mein Name ist Frauke Seels. Ich habe kein eigenes Projekt. Ich bin hier, um mich einmal zu informieren, erste Schritte zu Fundraising und aber auch mich inspirieren zu lassen, was es alles für tolle Projekte gibt und da vielleicht auch eine
zukünftige Aufgabe zu finden ehrenamtlich. Hallo, ich bin Eliana. Ich bin in einer Initiative, die heißt Angehört. Und was wir machen, ist, wir gehen zum Flüchtlingscamp und wir informieren den Flüchtlinge über den Asylprozess. Hallo, ich bin Moritz Beber von der Organisation MetaCollect. Und wir möchten einen Überblick über den ganzen Sektor, die ganzen Initiativen, Projekte schaffen und ja, damit auch das Feld stärken, indem wir Doppelungen aufdecken und einfach die Möglichkeit schaffen, dass man sich einen Überblick verschafft. Hallo, mein Name ist Nico. Mit meiner Kollegin Juliane engagiere ich mich im Projekt CADUS. CADUS ist eine humanitäre Organisation. Wir organisieren medizinische Weiterbildung im Norden von Syrien und engagieren uns in der Seenotrettung vor Lesbos. Und wir sind vor allen Dingen deshalb hier, weil wir vorhaben, ein mobiles Krankenhaus für Nordsyrien, Nordirak zu bauen, weil dort die Anlagen halt immer wieder zerstört werden. Und wir sind auf der Suche nach ausreichend finanziellen Mitteln, um dieses Projekt durchzuführen. Also wie gesagt, ich bin Juliane von CADUS und genau eines, also wie Nico schon sagte, unser Herzstück ist derzeit der Bau dieser mobilen Klinik und sind da halt ganz gezielt auf der Suche nach Fördermöglichkeiten, da es gerade halt in dieser Region vor Ort schwierig ist, Unterstützung zu finden auf finanzieller Basis. Hallo, mein Name ist Kerstin. Ich komme vom Projekt Tabadul. Tabadul ist ein arabischer Begriff und bedeutet Austausch. Unser Ziel ist es, eine interaktive Lernplattform gemeinsam mit Flüchtlingen zu bauen, wo man komplexe Lerninhalte vermittelt bekommt. Das heißt zum einen Sprachkenntnisse, die der Sprachunterricht vielleicht nicht leisten kann, nämlich arabische Erklärungen anzubieten. Und zum anderen soll man auf dieser Plattform auch Arabisch lernen können für alle, die sich dafür interessieren, mit Flüchtlingen arbeiten oder generell für diesen Kulturkreis interessieren, dass wir zu einem Austausch auf Augenhöhe in der Zukunft kommen. Hallo, mein Name ist Lars Zimmermann. Ich komme vom Projekt Fair Furniture aus Hamburg. Wir arbeiten an einer Welt ohne Müll, in der jeder eine Chance auf Arbeit bekommt. Wir möchten Flüchtlinge in Arbeit bringen, indem wir Upcycling-Möbel aus Materialien, die nach Messen normalerweise weggeschmissen werden, fertigen lassen. Das Projekt wird von Ankommastipendium unterstützt und ja, Make Sense hat es auch schon mal als Workshop gehabt, was ich sehr empfehlen kann. Hallo, mein Name ist Sabine Küster und ich bin in verschiedenen ehrenamtlichen Initiativen tätig und zudem leite ich oder koordiniere Integrationskurse und berufsqualifizierende Maßnahmen für geflüchtete Menschen bei einem Bildungsträger. Das Problem, was ich sehe und erkannt habe, ist, dass es zu wenig qualifizierte Sozialpädagogen gibt, die den geflüchteten Menschen jetzt so gut helfen können, wie ich mir das wünschen würde. Und die Lösung, die ich dafür sehe, ist ein Ausbildungsprogramm, was kombiniert ist mit einer Ausbildung für hier schon lange wohnende Menschen für Sozialpädagogik und aber auch für geflüchtete Menschen und im Idealfall auch über die Formalia hinaus, die sie normalerweise dafür bräuchten. Hallo, ich bin Lea Kotzieper. Ich bin im wahren Leben Producerin von Filmen, bin aber in meiner Freizeit als ehrenamtliche Helferin zum einen bei der Refugee Cooking Group tätig im Rahmen der Organisation Give Something Back to Berlin. Das hat gut funktioniert, die Gruppe läuft und jetzt möchte ich gerne noch ein weiteres Projekt starten, das Senioren und Geflüchtete zusammenbringt für Sprachkurse, Integration und Mentoring. Und da interessiert mich, wie wir das hinbekommen können. Hallo, ich bin Laura Marrosello von Intercultural Media Cooperation. Und wir arbeiten meistens mit Jugend in Action Programmen und ich schreibe gerade einen Antrag für ein Mobility Youth Worker Programm über
Entrepreneurship für Flüchtlinge. Ja, hallo, mein Name ist Susanne Blochberger und ich habe jetzt hier direkt auch kein Projekt. Ich habe selber sehr lange im Ausland gearbeitet und bin wieder relativ neu in Berlin. Und ich habe dort auch, also im südlichen Afrika, in Projekten in der beruflichen Bildung und mit Design und sich selbstständig machen und so weiter gearbeitet. Und zurzeit mache ich auch den EU-Fundraising-Kurs und so bin ich jetzt hier und will vielleicht also irgendwo mit anknüpfen und kann das auch anbieten, dass ich eben jetzt dieses Wissen habe, diese Projektanträge zu schreiben, was wirklich ein Dschungel ist, aber naja. Ja, hallo, mein Name ist Markus Neuschäfer. Ich bin hier für das Projekt refugeephrasebook.de und wir bieten Phrasen und Übersetzungshilfen für Flüchtlinge im Sinne als Open-Source-Tabellen, die jeder nachnutzen kann, aber wir vermitteln auch gedruckte Broschüren, die vor allen Dingen dann von Freiwilligen außerhalb Deutschlands verteilt werden. Seit August sind das 110.000 gewesen, die gedruckt wurden. Und in diesem Jahr wollen wir jetzt auch Links und so weiter mit einfügen, dass jetzt auch Flüchtlinge gerade ohne Smartphone oder ohne Netzzugang von vielen Initiativen und Möglichkeiten erfahren. Fundraising ist für uns wichtig, um das auf andere Füße zu stellen, zu drucken und Workshops zu machen. Vielen Dank. Ja, hallo zusammen. Thomas Lehn, mein Name. Ich habe vor 30 Sekunden entschieden, meinen Pitch komplett umzuschmeißen. Ich möchte am Ende des Tages euch alle kennengelernt haben, um über Kooperation und Synergien zu sprechen, damit nicht zum 15. Mal die gleiche Lösung entwickelt wird. Unser Ziel unserer Organisation ist es, innovative Lösungen zu finden für Herausforderungen, die aus der Massenmigration kommen. Wie machen wir das? Wir haben ein Social-Franchise-Konzept, das überall angewendet werden kann und was es ermöglicht, On- und Offline-Räume zu schaffen, wo sich Initiativen vernetzen können, wo man NGOs einladen kann, Politikverantwortliche und lokale Behördenvertreter. Wir wollen Social Entrepreneurship fördern und die Organisation, für die ich heute hier bin, heißt Migration Hub. Wir arbeiten auch mit Make Sense zusammen, unter anderem auch mit 180 Degree Consulting. Und genau, ich möchte viel lernen heute auch über Projektanträge, wie man die schreiben kann und eben auch Finanzierungsmöglichkeiten für verschiedene Projekte dann zu bekommen. Danke. Hallo, Soha Roshid, ich bin von der Time Academy zusammen mit Maha. Hello, I am Maha Alusi. I am from Happy Moments Verein, the Time Academy. I have a vision. I've been working on this vision since many years. I believe that we could write the future. We could write the future that we choose. And my vision is to create peace all over the world within my lifespan. The issue of the refugee has only given me an ingredient to create peace. With all of the initiatives that are happening, with all you are doing, you are actually showing humanity it can change. So the refugees are our mean to reach the worlds they came from to create peace they need. Anne Ellinghaus bin ich. Ich bin engagiert bei Willkommen Wilmersdorf, habe über die üblichen Schichten, die man so schiebt, in Unterkünften ins Orga-Team gefunden und beschäftige mich derzeit mit den Themen, wie kann man Situationen für die Neuankömmlinge besser gestalten, also optimieren und also zum Beispiel das Thema Privatsphäre in Notunterkünften, in Turnhallen und so weiter und bin über Netzwerkerei und viele neue Kontakte bei Michelle Howard und bei Ben gelandet, die neben mir sitzen und an die ich jetzt das Wort weitergebe, weil ich bin nur ein von dreien. Ich bin Ben und entwickle mit Michelle im Rahmen von Wir machen das eben das Projekt Deine eigenen 16 Wände, das Michelle jetzt vorstellen wird. Hallo. Ja, ich bin Michelle Howard, ich bin Architektin und Professorin für Konstruktion, Material und Technologie und ich bin Teil von einem Verein, der heißt Wir machen das, die einfach mit Newcomern auf Augenhöhe arbeiten will und mit Würde arbeiten will. Und wir haben einen Projekt entwickelt, der einfach das Leben und ein Privatsphäre ermöglicht innerhalb der Flüchtlingshallen. Und wir würden das vielleicht später einfach erklären. Volker Hoffmann, ich bin vom Medienprojekt Berlin. Wir machen überwiegend Filmprojekte,
mit Kindern und Jugendlichen und seit letztem Jahr mache ich auch Filmprojekte mit Geflüchteten. Also zwei sind schon fast fertig. Einer findet gerade in der Notunterkunft statt in Friedrichshain und ich suche auch Kooperationspartner oder Leute, mit denen ich Filme machen kann oder wir. Und natürlich auch Finanzierungen für solche Sachen. Und ja, genau, das wäre es erstmal.